Hallo und guten Tag. Schön, dass Sie auf MX5 Roadtrips vorbeischauen, einem Kanal, der den Bergpässen der Alpen gewidmet ist. Es gehört zur Eigenart von Bergpässen, dass sie je nach Jahreszeit und natürlich auch nach Tageszeit, nach dem Sonnenstand, einen ganz unterschiedlichen atmosphärischen Eindruck bei einem hinterlassen. Und die Richtung spielt auch eine Rolle. Ich versuche das in den Videos so zu machen, dass ich Aufnahmen aus verschiedenen Fahrten zusammenschneide, um diese Eindrücke wiederzugeben. Außerdem habe ich eine Anregung von GoPro aufgegriffen, die Geschwindigkeit zu variieren. Wenn es also manchmal aussieht, als wenn wir durch die Alpen rasen, ist das nicht der Fall, sondern nur die Wiedergabegeschwindigkeit ist geändert, was hoffentlich den Videos ein bisschen mehr Spannung gibt. Sie sind wie immer mit mehreren Kameras und in 4K gedreht. Die Braserschlucht in diesem Video ist Teil der Fahrt vom Stöfser Joch an den Gardasee gewesen, aber da es kein Pass ist, sondern eine Schlucht, ist ihr ein eigenständiges Video gewidmet. Allein die Fahrt zur Schlucht lohnt ungemein, denn die Straße entlang des Gardasees gehört schon zu den schönsten Uferstraßen der ganzen Welt. Die Schlucht zu filmen selbst stellt einige Anforderungen, denn das Format 16:9, in dem üblicherweise Pässe gefilmt werden, ist natürlich nicht machbar, sondern die Schlucht, da sie schmal und hoch ist, musste in 9:16 gefilmt werden. Das macht den Reiz dieses Videos aus. Gucken Sie rein, lassen Sie sich erstaunen. Viel Spaß dabei!